Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich führe jetzt ein Interview auf der JCOM mit dem Herrn Sebastian Schwarz. Gut, du machst was hier, diese kleine Ecke, was soll das darstellen und bist du für einen Verein hier oder irgendwie eine Gesellschaft etwas? Also für einen Verein nicht, also das ist im Grunde auch hier alles spielemäßig und fernsehmäßig alles privat organisiert und ja, an Spielen haben wir halt hier die normalen Konsolen, die modernen, mit One Piece, mit J-Stars, mit Castle Crashers und hinten, hinter mir ist die Retro-Ecke. Da haben wir einen Mega Drive, dann haben wir einen Nintendo 64 mit Pokémon Stadium und wir haben eine NES mit fliegendem Spielwechsel. Okay. Ihr habt auch Pokémon habt ihr auch. Wird das viel gespielt jetzt noch oder? Also das Pokémon Go spiele ich persönlich nicht, aber ich merke es im Bekanntenkreis schon, dass das sehr viel gespielt wird noch. Okay, wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier das eben mitzumachen oder zu organisieren, diese kleine große Ecke? Wurde ihr angesprochen oder seid ihr zum Veranstalter gegangen? Wir würden das gerne mal machen oder wie ist das so gelaufen? Das ist schon seit Jahren so, im Grunde Tradition auf der JCON, dass wir hier Spiele haben, auch Spieleturniere entsprechend. Und ja, wie schon gesagt, es gibt immer auch im großen Saal, haben wir auch die Hauptturniere. Ist in diesem Jahr, soweit ich weiß, Smash Brothers und dann Retro Games Contest. Und ja, hier im Hauptsaal ist es halt heute One Piece Burning Blood und morgen Star Whale. Okay, das heißt, seid ihr auf irgendwas spezialisiert von den Spielen oder seid ihr offen für alles? Wir sind offen für alles, auch plattformmäßig. Wir haben hier Nintendo, wir haben Sega, wir haben Sony, Nintendo, PlayStation, ach ja, genau. Und Microsoft in der Xbox und PC auch. Also unabhängig von allem. Also das Einzige, was man machen muss, Ausschau halten, was man spielen will, frei hinsetzen, spielen. Genau. Geil. Wenn man hier zurechtkommt, Helfer fragen. Gut. Also, du hast bestimmt eine Facebook-Seite, Internetseite oder irgendetwas, wo man euch erreichen kann oder gucken kann. Also von der JCON an sich, also ich bin hier als Privatperson, nicht von einer Kotobu oder von einem Unternehmen oder sowas. Als reine Privatperson. Also wenn jemand dich fragen würde, würdest du sagen, ja, würde ich auch nachmachen auf einer anderen Con? Ja, auf jeden Fall. War ja schon auf diversen anderen Cons, das ist ja auch so Standard mit den Games Rooms und das alles. Wie kommt der Stand hier an? Kommt er relativ gut an oder sagt man, die ist doch ein bisschen schleppend für heute? Es ist sehr gut, nur das Turnier hält sich sehr an Grenzen. Leider. Wieso? Weil ihr Mario-Spiele spielt? Naja, das Turnier ist One Piece heute hier im Games Room und ja, bisher haben wir eine Person. Vielleicht kommt da ja noch jemand. Ich liebe das nicht. Ich bin Rollenspieler mit Herz und Blut davon abgesehen. Gut, ich danke dir für dieses geile Highlight. Ja. Tschüss. Viel Spaß auf der JCON. I'm not your mom.